Liebe Gemeinde, meine Frau hat in diesen Tagen ausgeräumt. Beim Essen hat sie ganz glücklich erzählt, was sie alles weggeworfen hat. Und in unserer Familiengruppe hat sie mit Lachgesicht berichtet. Meine Arbeit heute, 5 ganze Ordner aussortiert. Und jetzt reicht der Platz wieder. Und dann schreibt eine unserer Töchter zurück. Ich räume auch gerade aus. Eine Schublade ist schon leer. Und auch das gibt eine ganze Runde Daumen hoch und toll gemacht und alle freuen sich. Unwichtiges und überflüssiges Ausmisten macht froh. Die Unterlagen, die uns vor Jahren einmal Sorgen gemacht haben, sind jetzt unbedeutend und können verschwinden. Ach, da atmet man aber auf. Vielleicht geht's Ihnen auch so, von wegen Büroarbeit von zu Hause und Videokonferenzen. Da lohnt es sich ja gleich zweimal aufzuräumen. Nur, auch wenn es entlastet und froh macht, fällt es nicht immer leicht, Altes und Gewohntes loszulassen. Gerade in Zeiten der Krise brauchen wir etwas, das uns Halt gibt und Sicherheit verleiht. Wer weiß, vielleicht können wir es noch einmal brauchen, heißt die bange Frage. Und doch werden wir auch überlegen, kann das, was wir mit Fleiß erarbeitet haben, uns in der kommenden Zeit wirklich Halt und Kraft geben? Am Ende hindert es uns und hält uns fest. Wie schnell kann etwas wertlos und bedeutungslos sein? Das spüren wir gerade jetzt. In unserem Bibelwort steht, wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt. Hebräer 13, 14. Das verstehen wir. Wir sind vergängliche Menschen in einer vergänglichen Welt. Die Sehnsucht nach Ewigkeit haben wir in unseren Herzen. Im Zusammenhang gelesen spricht unser Bibelwort von Jesus, der bereit war, alles loszulassen und der uns damit einen Gott zeigt, der uns so liebt, dass er für uns das Äußerste gibt. Und es spricht auch davon, dass wir einen Gott haben, der uns etwas abverlangt. Wir sollen loslassen, unseren Stolz, unsere Eitelkeit, unsere Selbstsicherungsversuche. Wir sollen loslassen und ihm ganz vertrauen, so wie es Jesus getan hat. Er hat alles losgelassen. Seine guten Taten, seine begeisternden Reden, seine Liebe zu den Kranken und zu den Ausgestoßenen, seine Freunde, sogar sein Leben. Aber eines hat er nicht aufgegeben: sein Vertrauen auf den Gott, der uns das Leben schenkt. Das verlangt Gott auch von uns, dass wir ihm vertrauen durch all das hindurch, was auf uns zukommt. Und wenn unser Glaube schwach wird, vielleicht sogar ganz weg ist, dürfen wir immer noch rufen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht fragt ihr, was soll das für eine zukünftige Stadt sein, nach der wir suchen? Es ist die Stadt, in der wir einander vertrauen können und auch wirklich vertrauen. Vollkommen gelingt das erst in der Ewigkeit. Und ihr fragt vielleicht auch, macht es Sinn, dass der Gott, der uns so sehr liebt, ein so großes Vertrauen von uns erwartet? Ich sehe das so. Eltern, die ihr Kind lieben, tun alles für ihr Kind. Dazu gehört auch, dass es behütet aufwächst und fähig wird, ein gutes Leben zu führen. Genau darum wollen sie zum Beispiel, dass ihr Kind schwimmen lernt. Das braucht gegenseitiges Loslassen und Vertrauen. Und das ist ein Zeichen der Liebe. Wenn ein Kind die Schwimmzüge gut eingeübt hat und schon ein bisschen im ganz flachen Wasser probiert, da kann man aber noch die Füße zu Hilfe nehmen. Ich weiß, wie sich das dann anfühlt, wenn im tieferen Wasser die Sorge kommt: Ich schaffe es nicht. Dann klammert man sich fest an allem, was man greifen kann. Das ist keine leichte Sache. Und dann wagt das Kind es vielleicht doch. Nur ein kurzes Stück. Noch viel zu hastig und zu ängstlich, aber es gelingt. Mit der Zeit wächst das Zutrauen und dann die Freude, es zu können. Natürlich ist es auch dann gut, wenn ein Mensch einmal aus Versehen ins Wasser fallen sollte und die Wellen ihm vielleicht in seinem Leben einmal bedrohlich hoch werden. Vor allem aber, was ist das für ein Glück, im Schwimmbad oder in der Altmühl
oder dann auch in den Wellen am Meer schwimmen zu können. Um das zu erleben, muss man es wagen, loszulassen und zu vertrauen. Wer genau hinzieht, wird entdecken, unser ganzes Leben braucht Vertrauen. Üben wir es in den guten Zeiten und auch in den Krisen unseres Lebens. Das Vertrauen auf Gott trägt. Ja, er trägt uns, auch dann noch, wenn uns die Kraft ausgeht. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, jeden Tag sehen wir, wie die Zahl der Infizierten und Toten wächst, weltweit und in unserem Land. Und wir fragen uns bange, was das für uns noch bedeutet und für die Menschen, die schon betroffen sind. Wir bitten dich, lass deine Liebe uns im Leid erreichen, weil du selber tiefes Leid erfahren hast und kennst. Lass deine Nähe uns in Einsamkeit berühren, weil du selbst von den Deinen allein gelassen warst. Lass deine Vergebung unser Herz frei und weit machen, weil du schon immer ein weites Herz hattest für alle, die unfrei waren. Gib den erschöpften Helfern, dass sie Schlaf finden und neue Kraft empfangen. Gib den entmutigten Kranken, dass dein Wort neue Hoffnung in ihnen weckt. Gib den Ratlosen gute Gedanken und einen Plan, der gelingen kann. Wir sind bereit, loszulassen, was uns bindet, und neues Vertrauen auf dich zu wagen. Herr, bleibe bei uns, wenn der Glaube weicht, und hilf um deiner Liebe willen. Amen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun unter dem Segen Gottes in die neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.